Im heutigen Markenflüster geht es um Zinsen, gemeinsam Kapitalmarktzinsen, und es geht um Blasen. Und wo man von Blasen spricht, da sollte China nicht fehlen oder China oder China oder wie auch immer. Jedenfalls bewegt das derzeit stark die Märkte, was da in China passiert. Stichwort Country Garden, dieses Immobilienunternehmen. Aber schauen wir uns die Dinge mal an. Wir sehen fast erwartungsgemäß, möchte ich sagen, eine Erholung heute. Und wir sehen, dass diese Erholung angeführt wird von jenen Werten, die zuletzt unter Druck gekommen waren, etwa eine Nvidia, etwa eine Apple. Wir sehen eine Google im Plus, eine Amazon im Plus, eine Meta im Plus. Nur die Tesla-Aktie ist im Negativen, weil Elon Musk in China die Preise wieder senkt. Und wir sehen dann der S&P leicht im Plus, Dow Jones mehr oder weniger unverändert, aber Nasdaq 100 der stärkste der Indizes, der Russell 2000, der Nebenwerteindex sogar einigermaßen deutlich im Plus. Wir sehen also, wenn man so will, eine Umkehrung des Verlaufs der vorherigen Woche. Da waren die Tech-Aktien besonders schwach, der Dow Jones war am stärksten. Das dreht sich also wieder ein bisschen um, und der Grund dafür ist schlichtweg, dass wir überverkauft waren im kurzen Zeitfenster in diesen Tech-Werten, die ja so maßgeblich gestiegen waren, aber die bald wieder unter Druck kommen dürften, wenn man hier diesen Vermögensverwalter glaubt, der viele Milliarden bewegt, und der sagt ja auf die Frage, ja, aber die KI, und das ist ja maßgeblich für diesen Anstieg gewesen, diese KI-Euphorie, das wird doch unser Leben verändern, wird sich doch langfristig durchsetzen. Dann sagt er, ja, durchaus möglich, aber alle großen Technologiesprünge haben mit einem Hype begonnen, der später erstmal wieder in sich zusammenbrach, bevor sich dann diese Technologie mittel- bis langfristig wirklich durchgesetzt hat. Er führt als Beispiele an Dampfmaschine, Eisenbahnzeitalter, auch Internetblase. Da waren ja tausende von Werten, die eine ganz großartige Zukunft hatten, übrig geblieben sind dann eine Handvoll. Solche Hypes treiben die Innovation voran, aber es kommt dann dennoch erstmal zu Ernüchterung und zu einem Kurssturz. Das wird bei der KI diesmal nicht anders sein, hat eine große Zukunft, aber es wird eben dauern, und kurz- bis mittelfristig werden sich diese Erwartungen nicht erfüllen. Und das haben wir ja auch schon in den Vorwochen gesehen, dass etwa in den Zahlen von Microsoft oder andere KI-Unternehmen in Anführungszeichen, Palantir, dass da die großen Umsatzsprünge, die großen Gewinne nicht drin sind erstmal. Das dauert also viel länger. Die Märkte haben gedacht, boah, das ist der sofortige Gamechanger, und das wird sich nicht erfüllen. Hier sehen wir mal, wie die Stimmung ist. Da reitet so ein kleiner Roboter, also Synonym für KI, auf einem Bullen. Das zeigt so ein bisschen die Lage. Solche Dinge sieht man nicht, wenn die Stimmung an den Märkten mies ist, sondern wenn sie ziemlich euphorisch ist, so wie derzeit. Und wir sehen, dass KI, dass diese Tech-Geschichte natürlich die Märkte getrieben hat. Hier sehen wir mal die Sektoren. Es gibt ja 11 Sektoren im S&P 500. Wie viele outperformen den Index, den S&P 500 selbst, innerhalb eben dieses großen Index? 11 Sektoren, wie gesagt, etwa 20% sind es. Die anderen entwickeln sich schlechter als der Index. Tech hat sich besser als der Index entwickelt, wir wissen Bescheid. Aber Gift für Tech ist der Kapitalmarktzins oder die Kapitalmarktzinsen. Hier sehen wir mal History of Bond Breakouts. Und jedes Mal, wenn wir einen Breakout der Kapitalmarktzinsen haben, dann kam eine Rezession. Wir sehen ja derzeit einen bearischen Curve Steepener. Also die Zinskurve, die verflacht sich wieder. Und das ist vielleicht schon das erste Anzeichen für eine kommende Rezession. Hier sehen wir mal die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Und diese Formation deutet darauf hin, dass wir in etwa bis 5,3% steigen könnten. Wir also gut nochmal 1% obendrauf. Und das hat natürlich dann Folgewirkungen für die Aktienmärkte. Hier sehen wir mal heute die 10-jährige im Hoch, 4,21%. Das war der höchste Stand seit November und nur 4 Basispunkte vom Oktoberhoch entfernt. Das Oktoberhoch, das wir also jetzt im Oktober 2022 gesehen hatten, das war der höchste Stand seit 2007. Und wir sehen ja, dass zwischen April und Juli die Anleiherenditen und die Tech-Werte und vor allem der S&P auch massiv auseinandergedriftet sind. Normalerweise steigende Renditen heißt, Geld wird teurer, dann tun sich die Aktienmärkte schwer dagegen. Wenn Geld billiger wird, weil die Renditen, die Kapitalmarktzinsen fallen,
dann hausieren die Aktienmärkte. Dieses Muster hatte sich umgekehrt, dürfte sich aber wieder praktisch einpendeln. Hier sehen wir mal die Folgen etwa bei den sogenannten Mortgage Rates, 30 Jahre Fixed Mortgage Rates. Also wenn ich jetzt ein Haus kaufe, dafür einen Kredit aufnehme und das auf 30 Jahre festschreibe, dann muss ich über 7% dafür latzen. Das bedeutet, dass die Banken davon ausgehen, dass die Inflation respektive die Zinsen nicht so schnell sinken werden, dass die Fed möglicherweise noch ein bisschen die Zinsen auch anheben könnte. Und warum die ganze Geschichte für die Aktienmärkte so schwierig ist, das sind die sogenannten Realrenditen, also der Realzins. Mithin also das, was ich bei Anleihen bekomme an Rendite minus der Inflation, und das ist deutlich positiv. Das heißt, wenn ich Anleihen kaufe, zum Beispiel eine dreimonatige US-Staatsanleihe, dann kriege ich eine Rendite von weit über 5%, und jetzt ziehe ich mal die 3,2% Inflation ab, die wir in den USA derzeit haben, dann bleibt da was übrig, und normalerweise ist das nicht so richtig gut für die Aktienmärkte, denn es gibt wieder eine Alternative, die Anleihemärkte sind eine Alternative, und der Vermögensverwalter, der skeptisch gegenüber KI war, was hat der gemacht? Der kauft Anleihen sehr, sehr stark, und er sagt, er kauft defensive Werte, weil er mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten rechnet. Und schauen wir uns mal an, wie die Aktienmärkte hier gemessen am Wilshire 5000, das ist praktisch jede Aktie, oder darin sind alle Aktien, die in den USA gehandelt werden, enthalten, im Vergleich zu Anleihen sich verhalten. Da sehen wir, da sind wir auf einem absoluten Allzeithoch. Mithin waren also Aktien in Relation zu Anleihen noch nie so teuer wie derzeit. Das ist auch Lance Roberts aufgefallen. Und sagte deswegen, der gute Lance, ja, das könnte dann schwierig für die Aktienmärkte werden, vor allem wenn eine Rezession kommt, dann würden Anleihen attraktiver, die Renditen würden fallen, alle würden dann in Anleihen gehen als sicherer Hafen. Und dass diese Rezession kommt, das sehen wir zum Beispiel, oder wahrscheinlich ist, das sehen wir etwa bei den kleinen Unternehmen in den USA. Da denken nur 5% der befragten Kleinunternehmen, jetzt ist eine gute Zeit zu expandieren. Also, da ist nicht wirklich viel Optimismus da. Das ist normalerweise ein Tiefpunkt während einer Rezession, wie wir hier an diesen dunklen Balken sehen und dieser rote Punkt. Also so negativ wie die sind, und wenn die negativ sind, nicht expandieren wollen, dann stellen die tendenziell auch eher keine Leute ein, investieren auch nicht. Das ist also eine Art Self-Fulfilling Prophecy, die wir hier sehen, aber gleichzeitig in der medialen Betrachtung ist da wenig von Rezession zu spüren. Hier gibt es immer weniger Artikel mit dem Stichwort Rezession. Man geht also nicht davon aus, dass eine Rezession kommt. Viele Banken haben ja gesagt, nein, also müssen wir jetzt abblasen, die Rezession. Aber wir sehen zum Beispiel am Arbeitsmarkt, dass vor allem die Arbeitslosigkeit in den höher bezahlten Sektoren jetzt deutlich zunimmt, also bei denjenigen, die über $125.000 im Jahr verdienen. Das ist absolut auffällig. Und wenn wir dann mal gucken, was jetzt mit diesen Student Loans, die ja im September wieder zurückgezahlt werden müssen, also die Studentenkredite, dann sehen wir, dass 56% der befragten Kreditnehmer sagen, ja, dann habe ich die Wahl zwischen entweder ich zahle den Kredit zurück oder ich muss praktisch meine Käufe im Supermarkt deutlich einschränken. Das sagen zumindest 68% derjenigen, die unter 50.000 verdienen, aber selbst diejenigen, die über 100.000 verdienen, also als Besserverdiener gelten, da sagen das immer noch 45%. Ich muss dann meine Lebensmittelkäufe einschränken. Und eins dürfen wir nicht vergessen, pro Monat sind die Kosten für eine amerikanische Durchschnittsfamilie um $709 gestiegen im Vergleich zu 2 Jahren. Die Löhne sind zwar inzwischen auch gestiegen, aber eben erst kürzlich jetzt stärker als die Inflation. Hier noch ein paar Daten, die ich heute Morgen schon mal genannt hatte. 61% der Amerikaner leben Paycheck zu Paycheck. 73% der Amerikaner sagen, Finanzen sind mein erstes Stressthema, und sie versuchen eben diesen Stress auszugleichen, indem sie immer mehr Schulden aufnehmen. Und jetzt ist eben die Frage, wie wird die Fed weiter agieren? Wir haben am Mittwoch das Protokoll der letzten FED-Sitzung, die FOMC Minutes. Wir haben dann Ende des Monats Jackson Hole, und im Vorfeld wird jetzt schon mal das politische Genie von Jay Powell gefeiert. Also das zeigt, wie man hier noch vertrauensselig in die FED ist, die ja die Inflation total verpennt hat, jetzt dann voll in die Eisen gestiegen ist und damit wahrscheinlich einen Unfall verursachen wird. Ich bin mal gespannt, ob in 1 oder 2 Jahren ein solcher Artikel noch erscheinen würde. Ich denke, dass nein, denn wir sehen, dass die Inflation sticky bleibt, gerade in dem sozialen
zentralen Sektor. Rents, also Mieten, ist ja fast die Hälfte der Inflationsberechnung in den USA. Und wir sehen, ja, die Mieten steigen langsamer, aber sie steigen. Jetzt ist etwa die Durchschnittsmiete in den USA jetzt im Juli bei $2,038. Das ist also ein massiver Anstieg im Vergleich jetzt etwa zu 2019. Auch wenn jetzt die Rate zum Vorjahresmonat kaum mehr nach oben geht, 0,3%, aber wir sehen, diese Inflation ist sticky. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt nochmal zu den Märkten kommen, sehen wir, dass diese Zero-DTE-Optionen immer wichtiger werden. Und alleine für den S&P 500, das gesamte Handelsvolumen wird zu 53% jetzt durch solche Optionen bestimmt. Dementsprechend ist dieser Bereich immer wichtiger geworden. Und wenn wir von Optionen sprechen, dann sehen wir auch, dass das sogenannte Dealer-Gamma jetzt extrem negativ geworden ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich einen Shift haben, einen Wechsel haben von Strategien von Privatinvestoren, von institutionellen Investoren, die immer auf fallende Volatilität gesetzt haben, hin zu einer Situation, in der wir wahrscheinlich eine erhöhte Volatilität sehen werden, und gleichzeitig sind Puts etwa auf den S&P 500 so günstig wie selten zuvor. Also keiner rechnet im Prinzip mit einem etwas stärkeren Rückgang. Okay, man kann sich also günstig absichern. Und nochmal zu China, hier sehen wir ja diese Turbulenzen am Immobilienmarkt. Die Märkte sind heute Morgen dann gestiegen, weil Country Garden, dieses Immobilienunternehmen in China, gesagt hat, ja, wir werden die Laufzeit unserer Anleihen verlängern. Also man ist nicht in der Lage, sozusagen so viel Geld zu bezahlen. Also streckt man die Laufzeit der Anleihen, fanden die Märkte total cool, ist aber als Rallye-Grund ein bisschen dünn. Vielmehr wichtig ist, dass eben technisch die großen Tech-Werte in den USA überverkauft waren. Wir sehen den Yuan, tiefster Stand jetzt zum Dollar seit November. Wir sehen, dass ausländische Investoren massiv chinesische Werte verkaufen. Also sich nicht mehr da engagieren. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Empfehlungen. Wir sehen einen 90%igen Einbruch im Vergleich zum Vormonat bei den Krediten. Der Yuan fällt, die Immobilienkrise schwelt. Was wird das bedeuten? Früher oder später kommt Stimulus. Und dieser Stimulus wird dann letztendlich die Nachfrage nach Rohstoffen wieder anheben. Das wiederum wird die Inflation wieder nach oben bringen, sodass dann die Märkte vielleicht erstmal feiern würden. Oh, guckst du, China macht Stimulus, aber auf der anderen Seite eben möglicherweise dann die Zinsen auch im Westen länger hoch bleiben müssen. Die BRICS-Staaten, also Brasil, Indien, China, Südafrika und Indien, die wollen den Dollar nicht als Weltleitwährung ablösen. Da ist ja jetzt im August diese BRICS-Veranstaltung, wo man überlegte, wie man da weiter vorgeht. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, warum sind positive Realrenditen so wichtig für die Märkte? Unbedingt lesen, denn das erklärt so vieles. Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung, bevor ich sie... ich habe ja schon drei Empfehlungen, gell? Da kann ich jetzt gleich Schluss machen. Also drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. China, Realrenditen und was haben wir noch? Ihr habt die BRICS. Diese drei, ich sage jetzt erst einmal Servus. Schönen, angenehmen, warmen Feierabend. Bis dann, ciao.